Deutschlandfunk Kultur Tonart. Der Berliner Liedermacher Thorsten Riemann ist ein Multitalent. Er ist nicht nur Sänger und Komponist, sondern auch Chorleiter, Dozent und Heilpraktiker für Psychotherapie. Er stand mit Konstantin Weck auf einer Bühne, er wurde mehrfach ausgezeichnet und ist im Auftrag des Goethe-Instituts um die halbe Welt gereist. Am vergangenen Wochenende bei einem Konzert in der Alten Feuerwache in Berlin hat Thorsten Riemann seinen 55. Geburtstag gefeiert und die Veröffentlichung seines neuen Albums. Doch es gibt sie immer noch, heißt das. Gestern Nachmittag habe ich mit Thorsten Riemann über diese neue Platte gesprochen. Das Interview hören Sie gleich. Zunächst aber schon mal ein kurzer Höreindruck. Stürz dich ins Leben, tanz mit dem Wind und du wirst unendlich sein. Lerne vergeben, weinendes Kind, vergessen kommt von allein. Du bist der Himmel, du bist das Licht, bist die Sonne, das Leben, weine nicht, du trägst alles in dir. Jetzt und hier. Stürz dich ins Leben, tanz mit dem Wind und du wirst unendlich sein. Ja, das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Lied Das Glück bist du von der neuen CD von Thorsten Riemann. Hallo, schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Dieses Lied, das haben Sie gestern auch gespielt bei dem Release-Konzert in der Alten Feuerwache in Berlin, als Sie die CD vorgestellt haben. Nun hat es ja ganz schön lange gedauert, bis dieses Album erschienen ist, doch es gibt sie noch. Woran lag es eigentlich? Ach naja, das lag daran, dass ich ja außer Musik auch noch eine ganze Menge anderes Leben habe. Und ich habe in den letzten Jahren noch eine Ausbildung gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Coach. Ich bin noch NLP-Practitioner geworden, weil ich liebe es, Anfänger zu sein, egal was ich tue. Ich finde es immer toll, irgendwie was Neues zu machen. Und da ist dann zum Singen, zum Schreiben, zum Komponieren nicht so viel Zeit gewesen. Und ich habe ja auch keinen Druck. Auf diese ganzen unterschiedlichen Tätigkeiten kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, aber vielleicht erstmal zu diesem neuen Album. Diese neuen Lieder, die stehen ja so ein bisschen auch in der Tradition des klassischen französischen Chansons. Sie singen in ihren eigenen Konzerten ja auch gern mal so im Anschluss an eines ihrer Lieder, dann mal ein Jacques Brel-Klassiker. Ist das so die Welt, in der Sie sich am liebsten bewegen, der klassische Chanson? Ja, also ich mag das sehr. Ich bin groß geworden mit Klaus Hoffmann, mit Jacques Brel, mit Edith Piaf, obwohl ich bis heute kein Französisch spreche. Ich habe das mehrfach versucht, aber es ist eine Teflonsprache, da bleibt bei mir nichts haften. Aber ich liebe diese Art von Musik und natürlich auch so ein bisschen in der Brechtschen Tradition. Ich bin ja am Berliner Ensemble auch viel unterwegs gewesen und das ist so Musik, die mich geprägt hat und die ich liebe. Wenn man sich die Texte anguckt auf dem neuen Album, da arbeiten Sie viel mit Sprachbildern, da geht es oft um innere Stimmung, um subjektive Reflexionen auch dessen, was Sie so umgibt, zwischenmenschlich oder auch gesellschaftlich. Sind das eigentlich immer Sie selbst, der da singt oder spricht oder versetzen Sie sich manchmal auch in andere Personen? Also beim Schreiben, das bin ich schon selbst, der da spricht, der dann letztlich auch auf der Bühne von sich erzählt. Ich denke, das macht dann am Ende auch die Authentizität dessen aus, was man da rüberbringen will. Aber ansonsten sind das tatsächlich die spannendsten Themen, finde ich. Also die mich interessieren, dieser Mikrokosmos Mensch, wie gehen wir miteinander um, wie nehmen wir die Welt wahr? Warum können wir nicht verstehen, dass jeder von uns seine eigene Wahrheit hat? Das wäre ja der Beginn vom Weltfrieden, wenn wir uns da mal nähern könnten. Und das sind Themen, die mich tatsächlich sehr beschäftigen und sehr umtreiben. Auch wieder als Musiker, als Coach, als Therapeut. Mhm. Genau das mit dem Therapeuten musste ich jetzt auch dran denken, weil die Welt ist ja nun leider vom Weltfrieden heutzutage noch viel weiter entfernt, als es vielleicht jemals war. Treibt Sie das auch um? Das treibt mich um, allerdings weniger im politischen Sinne, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Weltfrieden in jedem selber beginnt. Und ich frage gerne meine Klienten, wie viel Frieden ist denn in dir, wie viel Frieden ist denn in deiner Familie und danach können wir mal auf den Weltfrieden gucken. Und ich glaube, die Richtung ist gerade sehr verkehrt. Wir versuchen ganz viel im Außen zu machen und zu ändern, aber in uns selber ist Krieg oftmals und Bitternis und solange das in uns ist, da wird das mit dem Frieden auch nicht so weit her sein. Das heißt, die Arbeit, die Sie da als Heilpraktiker oder als Psychotherapeut leisten, die findet durchaus auch Eingang in Ihre Lieder. Naja, ich mache ja seit, weiß ich nicht, 35 Jahren Lieder.
viele Menschen haben mir gesagt, meine Lieder seien therapeutisch. Und je mehr ich mich sozusagen damit befasste, wie menschliches Denken und Ticken funktioniert, ich habe mal angefangen als Kommunikationstrainer, aber ich denke, ich kann jemand rhetorisch noch so gut schulen, wenn der bis zum Hals voll mit Angst steckt, dann wird der eben auch nicht sehr überzeugend rüberkommen. Also dachte ich, gut, würde es ja vielleicht Sinn machen, sich mal um die Angst zu kümmern. Wo kommt die her? Wo will die hin? Warum ist die da? Ja, und insofern greift tatsächlich inzwischen die Lieder in die Therapie und die Therapie in die Lieder. Das ist alles eins. Ich trenne das auch gar nicht mehr. Das heißt, Sie singen dann auch in der Therapie mit Ihren Patienten? Das mache ich ganz selten. Es kommen aber ganz viele Klienten, die mir sagen, Mensch, in dem Lied hast du das und das gesagt. Können wir darüber mal reden? Können wir. Gibt es denn auch Songs auf dem neuen Album, wo Sie sagen, das ist ein besonders wichtiges Thema, was auch bei mir in diesen Therapiesitzungen eine Rolle gespielt hat in den letzten Jahren? Naja, zum Beispiel Das Glück bist du. Das ist ja genau das, nicht im Außen suchen, sondern guck mal bei dir, was denkt es in dir, was fühlst du, was läuft eigentlich bei dir, laufen bei dir für Filme ab. Und ja, Die Engel wollen zu dir ist tatsächlich auch so ein ganz tröstliches, therapeutisches Lied. Da kann man auch mal die Hand auf die Schulter legen und sagen, ach, alles wird gut. Also kann man sich an diesem neuen Album nicht nur musikalisch erfreuen, sondern wenn man genau zuhört, hat man vielleicht auch noch einen kleinen Heilerfolg dabei. Das wäre doch zu wünschen. Thorsten Riemann, wir hören jetzt